Erwachsenwerden in der DDR. Die etwas andere Autobiografie, ein Buch über einen Jungen, der 1947 in Leipzig geboren wurde. Leipzig damals eine Stadt in Trümmern. Was nimmt ein Kind wahr? Was sieht ein Kind? Was ist für ein Kind wichtig? Es wird beschrieben, wie die Kindheit verläuft, die Kindheit zwischen behütetem bürgerlichen Elternhaus und einer realsozialistischen Welt, die sich in diesen beschriebenen 18 Jahren mindestens dreimal gewandelt hat. Es wird beschrieben, wie werden die Westreisen wahrgenommen, sowohl privat als auch dann später als Mitglied des Thomanerchores, das Erleben mit Bachscher Musik, Kirchenfeste, aber auch die Musik von Renft und die vielen Wandlungen, die es danach gegeben hat. Bis 1965, bis zum Abschluss der Kulturpolitik, also der Radikalisierung sozialistischer Politik auch auf dem Kultursektor, fanden wir dieses Land eigentlich ganz in Ordnung. Danach stellte sich die Frage, abhauen, rübermachen oder bleiben. Ich habe mich immer für Bleiben entschieden, da Flucht und Vertreibung ein immerwährendes Beispiel in unserer Familie waren und der Verlust der Heimat allgegenwärtig. Die 50er und 60er Jahre werden hier aus der Sicht eines Jungen wiedergespiegelt, wie es so noch nicht geschehen ist. Es ist kein Hass, es ist keine Beschönigung, es ist einfach das Aufschreiben von Erlebtem.